Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall mit einer weiteren Folge meiner Serie Europa 1444. Und das letzte Mal hatte ich euch ja aufgefordert, mir Vorschläge zu machen, worum es diesmal gehen soll. Und eure Vorschläge waren so vielfältig, euer Feedback so riesig, dass es am Ende so gewesen ist, als hättet ihr keine Vorschläge gemacht, denn die Wahl war genauso schwierig zu treffen. Und ich habe mich aber trotzdem inspirieren lassen durch einen auf den ersten Blick vielleicht etwas abseitigen Vorschlag, nämlich sich mal Ostfriesland anzuschauen. Und je mehr ich mich mit der Geschichte Ostfrieslands beschäftigt habe, umso faszinierter wurde ich, denn sie ist wirklich etwas Besonderes und weicht in vielen Dingen doch ab vom Rest Europas. Ja, also Ostfriesland in der Mitte des 15. Jahrhunderts, Ostfriesland 1444 und tatsächlich im Jahr 1444 selbst ist sogar etwas Bemerkenswertes in Ostfriesland passiert, nämlich einer der Häuptlinge, das hatten die damals, so nannten sie sich selbst, Ulrich Zirxena, hat sich zum Häuptling von gesamt Ostfriesland ausgerufen. Und das war insofern etwas Besonderes, weil die Ostfriesen eigentlich über Jahrhunderte ein System der ostfriesischen Freiheit etabliert hatten, so eine Art freiheitliche Verfassung. Die war allerdings in den Jahren zuvor, in den 100 Jahren zuvor, kann man fast schon sagen, immer mehr aufgeweicht und das ganze Land, die ganze Gegend befand sich in einer großen Umbruchssituation in dieser Zeit. Und wie immer wenn etwas sich verändert, wenn es Umwälzungen gibt, dann kommen ganz viele Akteure ins Spiel, dann gibt es ein bisschen Chaos, nicht nur ein bisschen. Dann haben auch viele Menschen darunter zu leiden, so auch in Ostfriesland. Also wir haben Bürgerkrieg, alle gegen alle, kann man sagen. Es mischen Adlige von außen mit, es mischt die Hanse mit, es mischen die Freibeuter, die Liegedeler, die Vitalienbrüder, wie sie auch genannt werden, mit. Also eine unglaublich vielfältige Geschichte. Wir haben freie Bauern, die wieder zurück zu der friesischen Freiheit wollen. Also es ist wirklich mal nötig, einen Schritt zurückzutreten und dieses ganze Wirrwarr etwas zu entflechten. Vielleicht fangen wir mit einer Frage an, die mit diesen ganzen Sachen gar nichts zu tun hat, nämlich mit der Frage, warum sprechen wir eigentlich die ganze Zeit über Ostfriesland? Was ist mit Westfriesland? Was ist mit Mittelfriesland? Was ist mit Friesland insgesamt? Ja, um diese Frage beantworten zu können, müssen wir weiter zurückreisen in der Geschichte. Ihr kennt das schon von mir. Ja, in die Zeit nach der Völkerwanderung, als in West- und Mitteleuropa die großen bekannten Stämme lebten, die Franken, die Sachsen und die Friesen gehörten eben auch dazu. Und die Franken wurden immer stärker. Sie gründeten oder bildeten bald das Frankenreich. Ihr kennt das. Und die berühmt gewordenen Sachsenzüge der Franken, also die Herzüge der Franken gegen die Sachsen, die gleichzeitig verbunden waren mit der Christianisierung, die sie versucht haben, der Sachsen, die richteten sich fast immer auch gegen die Friesen mit. Also das war im Prinzip eine Angriffsbewegung der Franken. Und in dieser Zeit, da verbanden sich die Stämme der Friesen zu einem, ja, man kann es wohl Herrkönigtum nennen. Also unter dem äußeren Druck wählten sie einen König, der sie nach außen hin anführen sollte, sie verteidigen sollte. Und in der Zeit gab es wohl vier Könige, die überliefert sind. Und die ganze Gegend, also dieses gesammelte Herrkönigreich, nennen wir es so, ist überliefert als das Magna Frisia. Das reicht in etwa so nördlich von Brügge bis zur Weser, also bis zum heutigen Bremen hin, ein großes Gebiet an der Nordsee. Was war denn überhaupt interessant an diesem Gebiet für die Franken? Die Friesen waren in der Zeit ein unglaublich erfolgreiches und wichtiges Handelsvolk. Denn sie kontrollierten die Küste und nicht nur das, sie kontrollierten auch die Rheinmündung. Und das war eine Schnittstelle zwischen Binnenhandel und Seehandel. Und vor allem also der Handel mit England aus den Städten Köln und so weiter lief über die Friesen. Insofern für die Franken ein sehr lukratives Ziel und sie setzten alles daran, eben die Küste, Friesland, die Rheinmündung unter ihre Kontrolle zu bekommen. Und in dieser Situation wählten sich, wie gesagt, vier Könige im Laufe der Zeit und einer davon ist besonders berühmt geworden, das ist nämlich Radbot. Denn der war erfolgreich. Und zwar gelang es den Franken zwar Teile von Friesland zu erobern, aber Radbot konnte fliehen, konnte sich neu sammeln mit seinen Truppen, konnte die friesischen kampffähigen Männer wieder zusammenrufen und brach zu einem Herzog, Herzug gegen die Franken
auf und schlug sie tatsächlich vernichtend im Jahr 714 in der Nähe von Köln, und zwar den berühmt gewordenen Hausmeier Karl Martell. Die Friesen und Radbot haben ihm wohl, so heißt es angeblich, die einzige Niederlage in seiner Lebenszeit, in seiner Geschichte zugefügt. Nun, leider hielt das Ganze nicht sehr lange. Sie lebten ein paar Jahre wieder frei, aber die Franken, die drängten weiter, und Karl der Große, der war es dann, der schließlich nicht nur die Sachsen, sondern auch die Friesen in sein Reich einfügte. Und seitdem waren eigentlich die Friesen Teil des Fränkischen Reiches und später des Kaiserreiches. Aber das erklärt natürlich noch nicht diese Sonderstellung Ostfriesland. Und nun wird es interessant. Normalerweise haben die Franken überall in den neuen Territorien, die sie ins Reich geholt haben, ja ihr System eingeführt, nämlich dieses Feudalsystem, was wir hier kennen mit dieser Feudalpyramide, das Lehnssystem, dass es einen König gibt, der Lehen vergibt an Vasallen, die Treue schwören, die Gefolgschaft schwören, und der König oder wie auch immer, die Herzöge, die da unterstehen, die gewähren Schutz dann ihren jeweiligen Vasallen. Dieses System etablierte sich langsam aber sicher in ganz Europa oder in Westeuropa, aber in einer Region schaffte es das nicht, und zwar in Ostfriesland. Es wurde versucht, es gab dort auch Grafen, die die Königsmacht dort vertreten sollten, aber ihnen gelang nämlich das Entscheidende nicht, nämlich aus diesem Amt eine Herrschaft zu machen. Also etwas, was vererbt wird und was ja auf die eigene Familie dann bezogen bleibt. Und man kann eigentlich nur ein bisschen spekulieren, warum das nicht gelungen ist. Eine These ist, dass es ein unglaublich unzugängliches, schwierig zu kontrollierendes Land gewesen ist. Also mit Marschen, mit Deichen, mit Sümpfen, mit vielen Buchten und so weiter. Also es gab Gegenden, wo wahrscheinlich auf Jahrzehnte kein Königstreuer irgendwo hingekommen ist. Also ganz schwer für einen Vertreter des Königs, des Kaisers dort Kontrolle auszuüben und eben diese Herrschaft zu etablieren. Und das Zweite ist, dass sich die Friesen wohl ja durch ihre besondere Tätigkeit dort am Meer, nämlich dem Deichbau, auf besondere Art und Weise zusammengefunden haben, fast genossenschaftlich organisiert haben. Der Zusammenhalt war möglicherweise stärker. Sie mussten eben zusammenarbeiten, um dem Meer Land abzutrotzen, denn nur dort auf diesem neu gewonnenen Land konnten sie wirklich, aber dann auch ganz toll, Getreide anbauen und Nahrung anbauen. Das ist der zweite Grund. Und der dritte, vielleicht der entscheidendste, das waren die Wikinger. Die Wikinger, die ja insbesondere im 9. Jahrhundert massiv auch die Nordseeküste angegriffen haben, die mit ihren Langbooten angelandet sind, manchmal nur eins, manchmal viel mehr, und dann überraschend totgebracht haben, geplündert haben, die Dörfer ausgeraubt haben, Männer und Frauen und Kinder verschleppt haben, versklavt haben oder umgebracht haben. Also das war ein großer Schrecken in ganz Europa. Und natürlich waren alle Herrscher, alle Adligen, alle, die in der Lehnspyramide eben ihren Untertanen Schutz geschworen haben, Schutz gewähren mussten, die waren hoch alarmiert, die mussten ja etwas tun, die mussten beweisen, dass sie das wert waren. Und das gelang offenbar den Grafen in Ostfriesland nicht, sondern die Friesen haben das selbst organisiert. Und zwar offenbar recht erfolgreich. Sie haben sich selbst gegen die Wikinger gewehrt. Ja, und in dieser Situation, wo man sich selbst wehren kann, was braucht man da noch einen Grafen für oder überhaupt einen Adligen? Und offenbar ist also aus dieser Situation so etwas entstanden, was man später die friesische Freiheit nannte. Dass es also Friesland zwar Teil des Königreiches war, aber es gab kein Feudalsystem, keine Adligen und Vasallen, sondern wir haben also ein Volk von freien Bauern, die sich selbst organisiert haben und das sogar verfassungsmäßig niedergeschrieben haben. Und man weiß heute in etwa, wie das abgelaufen sein muss. Sie haben also sowas wie Richter, Vertreter gewählt in ihren einzelnen Landstrichen. Die nannte man Retjeven, Ratgeber vermutlich. Und die sind einmal im Jahr
in die Mitte Frieslands gezogen, unter einen Baum, den Upstalsboom, und da hat man die Dinge beraten. Das erinnert tatsächlich so ein bisschen an die germanischen Traditionen, ein Ting abzuhalten unter einem Baum. Vermutlich knüpfte das an diese alten Traditionen an. Und insofern kann man tatsächlich von einer ganz besonderen Rechtsform dort sprechen. Nun muss man sagen, nicht alle waren gleichberechtigt in dem Sinne, sondern es waren halt die freien Bauern, das heißt diejenigen, die Land besaßen. Das waren aber mehr, als es sonst Adlige gab, das muss man schon sagen. Aber das Ganze war natürlich an Landbesitz geknüpft, aber immerhin. Und über diesen stand eigentlich nur noch der König, der aber weit weg war und sich in der Regel gar nicht kümmerte. Das scheint so über einige Jahre, wir sind jetzt im 11., 12., 13. Jahrhundert, einige Jahrhunderte so einigermaßen gut gegangen zu sein. Zumindest ist diese Zeit den Nachfolgenden als eine große, ein goldenes Zeitalter, als das Zeitalter der friesischen Freiheit in Erinnerung geblieben. Und wie das so immer ist, mit der Zeit wird mancher unter den Gleichen gleicher als andere. Wohlstand vermehrt sich bei dem anderen anders, derjenige ist erfolgreich, heiratet besser, bekommt mehr Ländereien, wird reicher. Und vermutlich, das wird ein Grund gewesen sein, warum sich das so langsam verändert hat. Der zweite Grund, wir haben in der Mitte des 14. Jahrhunderts, ja, wir haben Sturmfluten, wir haben Hungersnöte, wir haben im Jahr 1349-50 die erste Pestwelle in Nordeuropa und so weiter. Und dieses alles scheint dazu geführt zu haben, dass Einzelne unter diesen freien Bauern immer stärker werden. Man muss sich das vorstellen, wenn natürlich ein Großteil der Bevölkerung oder ein gewichtiger Teil, vielleicht 30-40% stirbt, dann ist natürlich das Land frei und das angeln sich welche, schnappen sich welche und die profitieren auch von dem Unglück. Jede Katastrophe hat auch Profiteure, so auch damals. Wie auch immer, mit der Zeit, diese friesische Freiheit ging unmerklich über in etwas, was heute als die Häuptlingszeit, und da haben wir das Wort wieder, in Friesland bezeichnet wird. Das heißt, aus diesen Retieven wurde ja langsam so etwas Erbliches. Also die Vertreter der Landschaften wurden zu den Häuptlingen und das waren eben die großen Familien in Friesland. Und diese Häuptlinge, die orientierten sich in ihrer ganzen, in ihrem Auftreten, in ihrem Stil, ja, an den Adligen im Resteuropa. Das war natürlich ihr Vorbild und ich glaube, sie wollten das auch sein. Also sie bauten sich dann Burgen, erst feste Häuser, das Thema kennen wir ja schon aus einem anderen Video, daraus wurden dann Burgen. Aber man muss festhalten, das Häuptlingssystem war nicht vergleichbar mit dem Feudalsystem im restlichen Europa. Die Verpflichtungen zu den anderen waren andere. Es gab keine direkte Vasallen-Lehnsherr-Beziehung, sondern es gab weiterhin neben den Häuptlingen die freien Bauern. Die waren sicher auch irgendwie, standen in Verhältnis, in Abhängigkeiten zueinander, aber es war eben kein Verhältnis von Freiheit und Unfreiheit. Also das muss man im Hinterkopf behalten. Und insofern stellt sich die Frage, wie finanzierten sich eigentlich diese Häuptlinge? Sie mussten sich ja anders finanzieren als die Adligen, denn sie hatten jetzt keine Leibeigenen oder so, keine Unfreien, die für sie im großen Stil arbeiten konnten. Ihnen gehörte nicht irgendwie riesige Ländereien. Ihnen gehörte Ländereien und das war sicher Teil ihres Reichtums. Aber der andere Teil, der kam natürlich vom Handel. Das war nach wie vor ein wichtiger Aspekt. Aber auch vom Seeraub. Ja, ihre Mannen, die überfielen einfach andere Schiffe oder noch perfider und wahrscheinlich auch noch massiver und erfolgreicher eingesetzt. Sie lebten vom Strandgut. Und das ist nicht einfach zufällig dort angelandet, sondern sie leiteten arme Kaufleute, Seefahrer in die Irre, indem sie nachts Feuer brennen ließen, was so eine Art Signalfeuer sein sollte und damit die Schiffe auf die Untiefen stranden ließen. Und das Recht sah es vor, das Strandgut dem Finder dort, dem Besitzer, dem Eigentümer des Landes gehört, an den es anstrandet. Und insofern war das offenbar ein einträgliches Geschäft. Nun wurde es aber immer wilder, denn wie das so immer ist, wenn man jetzt Häuptlinge hat, wenn man Leute hat, die adlig eigentlich sein wollen, ja, dann wollen sie es auch richtig sein. Dann wollen sie immer mehr Land, immer mehr Macht. Und sie streben also danach, und das taten die Häuptlinge, so ein Adelssystem zu etablieren wie im restlichen Europa und begannen sich zu bekämpfen. Und naja, so viele Leute gab es da auch nicht. Wie gesagt, es gab keine direkte Vasallentreue, wo man jetzt seine Krieger rekrutieren konnte. Also was tat man?
Man holte sich Hilfe von außen und da gab es eine Gruppe von kampffähigen Männern, die gerade nichts zu tun hatten. Das waren die Vitalienbrüder, die Seeräuber. Die waren im Jahr 1398 spätestens vertrieben worden aus ihrem Unterschlupf auf Gotland von den Ordensrittern vom Deutschen Orden. Und die zogen nun um. Die zogen also von der Ostsee in die Nordsee und das Gebiet dort war für sie ideal. Es war von Land aus sehr schwer zu erreichen und man hatte schwieriges Terrain dort oder schwierige Verhältnisse dort auf dem Meer und es war ein leichtes, überraschend Kaufleute zu überfallen und die Schiffe zu überfallen. Und so kamen sie alle, Heinrich von Pommern, Gödicke Michel, ein ganz großer Anführer, die Brüder Haufote und natürlich Klaus Störtebeker. Und sie kamen nicht einfach nur, sondern sie wurden mehr oder minder gerufen, sie wurden in Dienst genommen von den verschiedenen Häuptlingen zum Kampf gegen andere Häuptlinge. Und das kann man sich so vorstellen, dass man ihnen also erlaubte, Stützpunkte zu errichten an der Küste auf Häuptlingsland. Und von dort aus zogen sie dann aus, entweder gegen die anderen Häuptlinge oder gegen Hansekaufleute oder wer auch immer gerade vorbei fuhr. Das war insofern eine feine Sache erstmal für die Häuptlinge, weil sie die nicht bezahlen mussten, sondern es genügte einfach nur, denen den Stützpunkt zu überlassen und die ernährten sich, die bekamen reiche Beute durch ihre Raubzüge. Das war ein gutes Geschäft und das schaukelte sich so hoch. Das war wie eine Aufrüstung. Im Prinzip konnte kein Häuptling es sich mehr leisten, ohne Freibeuter irgendwie klarzukommen. Also das Ganze eskalierte mit der Zeit und der Nordseehandel, der ganz wichtige Handel für die Hanse in Richtung England, in Richtung holländische Gebiete, der kam nahezu zum Erliegen. Es wurde immer gefährlicher, dort mit den Schiffen zu fahren. Und insofern war die Hanse wieder gefordert, insbesondere die Städte Bremen und Hamburg. Und die griffen nun ein. Sie marschierten förmlich ein, sie schickten Schiffe los, Flotten, viele Schiffe mit vielen Männern. Und ja, das gab dann ein kompliziertes Hin und Her. Natürlich hatten die Seeräuber dem nichts entgegenzusetzen. Sie wurden dann auch zum größten Teil gefangen. Die Geschichten kennt ihr alle. Aber das Interessante ist nun, dass es also immer chaotischer wurde, weil die Häuptlinge sich jetzt teilweise mit der Hanse verbündeten gegen andere Häuptlinge. Dann kamen plötzlich andere Adlige von außen noch ins Spiel. Graf von Holland spielte eine Rolle und so weiter. Also ein riesen Kuddelmuddel und ein immer mehr sich eskalierender Bürgerkrieg. Es gab mal die Familie, die vorne lag, die mächtiger wurde, dann die nächste und so weiter. Bis schließlich es einer geschafft hat, und das war nämlich dieser Ulrich Cirksena, bis der es geschafft hat, sich so geschickt durch diese Situation zu lavieren, eine geschickte Heiratspolitik auch seines Vaters schon, um immer mehr Land an sich zu nehmen, ja, sich dann quasi auch mit der Hanse mehr oder minder verbündete, sich dann mal wieder gegen sie wendete, also ein ganz geschickter Machtpolitiker. Und dem gelang es dann irgendwann schließlich, und da sind wir wieder im Jahr 1444, sich zu einem Häuptling über ganz Ostfriesland auszurufen. Und das, liebe Freunde, war dann eigentlich der Anfang, oder eigentlich war es schon das Ende vom Ende. Das Ende vom Ende dieses friesischen Sonderweges. Denn es dauerte, ja, genau 20 Jahre, als dann der Cirksena Ulrich es geschafft hatte, beim Kaiser so weit zu intervenieren, dass man ihm dieses Gebiet Ostfriesland ganz offiziell als eine Reichsgrafschaft zum Lehen gab. Also insofern wurde aus diesem besonderen Landesteil Ostfriesland eine ganz normale Grafschaft innerhalb des Reiches. Ja, liebe Freunde, und vielleicht kann man aus dieser Geschichte sogar etwas lernen, nämlich dass es häufig eine Gefahr für alle Gesellschaften, die auf Gleichheit aufbauen, ist, dass diese Gleichheit sich mit der Zeit aushöhlt, zu einer reinen Formalie wird, dass manche eben gleicher werden als andere, dass sich Macht verlagert und dass die Strukturen nur noch formal erfüllt sind. Und insofern müssen gerade diese Gesellschaften, bei denen es um tatsächliche Partizipation, um Teilhabe geht, eigentlich sich immer wieder neu erfinden. Sonst drohen sie, etwas zu werden, was nur noch nach außen hin nach dem aussieht, was es einmal war. Eine gleiche und gerechte Gesellschaft.